Liebes Amazon-Team, ich bin mal wieder begeistert von der schnellen Lieferung. Das Produkt macht auf den ersten Blick einen sehr guten Job. Dafür könnt ihr nichts. Wofür ihr aber was könnt, ist, dass dieses Produkt offensichtlich keine Neuware ist. Auf der immer sichtbaren und auch gut in Szene gesetzten Oberseite des Gerätes finden sich aus meiner Sicht eindeutige Gebrauchsspuren wieder. An der Behältereinlage ist schon ein Schongummi beschädigt. Eine Schraube im Behälter ist gelöst worden. Ich bin nicht gewillt, das Produkt umzutauschen, denn dann hat entweder der nächste Käufer das Problem oder es wird einfach entsorgt. Bislang waren wir sehr skeptisch über den Nutzen eines solchen Gerätes. Doch das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie. Das Fassungsvermögen von 1,6 Kilogramm ist für die Familie und auch Freunde völlig ausreichend. Das Gerät ist schnell heiß und macht geringe Geräusche. Wir haben bereits Pommes und Buletten in der Fritteuse zubereitet. Die Buletten bei 200 Grad jede Seite 10 Minuten. Kein Dreck und Geruch in der Küche. Einfach nur lecker. Die Buletten haben wir auf der Terrasse zubereitet. Spart Platz in der Küche. Ich kann das Gerät auch aufgrund der zahlreichen Programme nur empfehlen. Lediglich ein Rezeptheft fehlt. Das ist meine erste Fritteuse. Ich esse nicht gerne fettig, da das Ganze allerdings mit Heißluft funktioniert, ist zu viel Fett kein Thema. Pluspunkte zusammengefasst: Doppelpunkt plus recht groß mit einem Fassungsvermögen von 5,6L bzw. 1,6 Kilogramm und somit für bis zu 8 Personen geeignet, plus optisch ansprechend und gut verarbeitet, plus großes Display, plus relativ einfach zu bedienen, plus 8 automatische Programme für zum Beispiel Pommes, Kuchen, Pizza, plus Timer und automatische Abschaltung, plus abnehmbare Teile sind Spülmaschinen geeignet, plus man benötigt kaum bis kein Öl zum Frittieren, Grillen, Braten und Backen. Was ich nicht so toll finde, ist die Bedienungsanleitung. Da ich noch keine Erfahrung damit hatte, blieben trotz Bilderklärungen einige Fragen offen und ich musste meine ältere Schwester anrufen und sie um Rat fragen. Außerdem finde ich es nicht so toll, dass man den Inhalt dann doch hin und wieder wenden umrühren muss, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Zudem habe ich wenig Platz in der Küche für so ein großes Gerät und es wird vermutlich nur bei größeren Feiern aus dem Keller geholt. Nachdem ich nun einiges darin gezaubert habe, bin ich im Großen und Ganzen positiv überrascht. Gerade Süßkartoffelpommes und Mais schmecken mir daraus nochmal viel besser. Klare Kaufempfehlung für eine Großfamilie mit viel Platz in der Küche oder als Backofenersatz. Die Heißluftfritteuse von Tefal ist optisch ein Hingucker und integriert sich in jeder modernen Küche wirklich super. Der Gareinsatz ist sehr leicht und liegt gut in der Hand, das Herausziehen klappt generell gut, aber es benötigt doch etwas mehr Kraft als erwartet, als ob etwas nicht bündig wäre. B. Keine frittierten Pommes, diese werden auch so sehr schön braun und knusprig. Gemüse wird nicht matschig und bleibt schön knackig. Wir möchten das Gerät nicht mehr missen und können es wirklich wärmstens weiterempfehlen. Zuvor hatte ich in meinem Elternhaus eine Heißluftfritteuse einer anderen bekannten Marke, P. Als ich auszog, wusste ich, eine Heißluftfritteuse ist ein Muss.